Der LASK hat in der Bundesliga am Sonntag erstmals voll angeschrieben. Ein Last-Minute-Tor von Markus Wostri, 91. bescherte den Linzern in der dritten Runde einen 1:0 Erfolg bei Admira Wacker. Damit feierte die von Trainer Oliver Glasner stark umgekrempelte Truppe auch eine gelungene Generalprobe für das Europa-League-Rückspiel gegen Besiktas Istanbul am Donnerstag. In der Tabelle kletterte der LASK mit nunmehr 4 Punkten auf Rang 6, die Admira ist mit 3 Zählern 11. Für die Niederösterreicher, die für eine klare Leistungssteigerung nach der Pause nicht belohnt wurden, war es bereits die 5. Niederlage im 6. Saisonpflichtspiel. LASK-Coach Glasner schonte Spieler. Glasner schonte mit Peter Mischold, Gernot Trauner, Thomas Golginger und Samuel Tette 4 Stammkräfte, James Holland stand gar nicht im Kader. Sein Team gab vor 1850 Zuschauern in der ersten Hälfte dennoch den Ton an. Zwar leistete sich Schwarz-Weiß nach starkem Beginn einen zwischenzeitlichen Verschnaufer, insgesamt verzeichneten die Gäste aber ein klares Chancen plus die beste Einschussmöglichkeit ließ Tete Ersatz Yusuf Otyubanyo bei seinem Stangenschuss in der 28. Minute aus. Die Admira, die vor dem Seitenwechsel in jeder Hinsicht eher bescheiden agiert hatte, drehte dann aber auf. Die zweite Hälfte startete gleich mit einer guten Chance für die Hausherren. Sinan Barkis scheiterte im Konter aber an herauslaufenden Goalie Alexander Schlager. Wenig später streichelte Patrick Schmidt die Lattenoberkante 51. Kurz darauf zwang Morten Juhlmann Schlager per Weitschuss zu einer weiteren starken Parade 53. Ausgerechnet Wostri erlöst den LASK, die Admira war tonangebend erst in der 70. Minute gab der LASK in Person von Florian Jamnich den ersten Torschuss nach der Pause ab, Goalie Andreas Leitner hielt. Der zu harmlose Versuch markierte aber ebenso keine Wende wie der zu dieser Zeit erfolgte Doppeleinwechslung von Golginger und Tette. Zu Beginn der Schlussviertelstunde musste Christian Ramsebner vielmehr einen von Schlager abgelenkten Schmidt-Schuss knapp vor der Linie klären. Als alles schon mit einem 0:0 rechnete, entfalteten die späten Wechsel dann doch noch ihre Wirkung. Nach einem Eckball war es Goicinjas Hereingabe, die Wostri aus wenigen Metern einköpfelte. Auf einen Jubel verzichtete das Urgestein der Admira allerdings. Die Ergebnisse der dritten Bundesliga-Runde Datum Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Ergebnisse 11. August 2018 SCR Altach FC Wacker 1:2 Spielbericht SA 11. August 2018 TSV Hartberg SV Mattersburg 4:2 Spielbericht SA 11. August 2018 Red Bull Salzburg Austria Wien 2:0 Spielbericht SO 12. August 2018 Rapid Wien Weg 0:0 Spielbericht SO 12. August 2018 Admira Wacker LASK 0:1 Spielbericht SO 12. August 2018 SK in St. Pölten Sturm Graz 2:0, Spielbericht. Werbung, Werbung.